Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen gerade ein SpongeBob-Spiel. Ich habe leider den Namen vergessen, aber den werdet ihr nachträglich im Titel sehen. Das sag ich jetzt. Hier ist SpongeBob The Cosmic Shake. Das ist ein PS Plus Spiel, aktuell. Heißt für PS Plus mit wieder kostenlos. Es ist gerade 10 Uhr. Ich kann wieder mal nicht schlafen. Deswegen habe ich mir mal gedacht, aus alten Nostalgiegründen schaue ich mal in das Spiel rein. Da spielen wir jetzt mal ein bisschen. Ich werde das Video kurz halten, je nachdem wie lange. Aufnahmezeit ist halbe Stunde, aber ich will gar nicht so viel reden, wir gehen direkt mal rein. Ich bin gespannt, ich habe damals SpongeBob auf der PS2 gespielt. Ein altes Spiel. Kassin. Ich bin bereit. Hab was vergessen. Jetzt bin ich bereit. Geil. Oh, ich freue mich schon so sehr auf die Handschuhwelt. Ich gehe lieber zu Patrick, um ihn daran zu erinnern, welcher Tag heute ist. Oder wer ich bin. Kann man sprinten? Nee, kann man nicht. Wenn der Patrick sein Haus, ist auch schwer, ne? Komm wieder, wenn mein Wecker geklingelt hat. Mein Schönheitsschlaf hat oberste Priorität! Oh Mann. An deiner Stelle würde ich nicht in diese Karen, Richtung Digga, gehen, richtige Karen. Die Straße wird durch einen großen Stau blockiert. Echt? Aber wie sollen die Leute denn dann ihre Krabbenburger mampfen? Boah, so ein Krabbenburger wäre auch fett. Tun sie nicht. Sie nur selbst. Ich sitze hier mit den Inhabern konkurrierender Restaurants fest. Dem Abfalleimer und der großen Krabbe. Großen Krabbe. Das ist doch die perfekte Gelegenheit, eine Doku über das beste Restaurant Bikini Bottoms zu drehen. Gute Idee. Ein Verlangt Film über die Künstlichkeiten des Abfalleimers würde glatt Millionen einbringen. Ich meinte die große Krabbe. Niemand geht in den Abfalleimer. Es sei denn, genau. Er will fragen, wie man zur großen Krabbe kommt. typischer Mr. Krabs Humor, Digga, aber ich Italienisch, genau. Mr. Krabs, der alte Geizhals. Jedenfalls, die Behörden sind noch dabei herauszufinden, wo die Nägel, die diese Kollision verursachten, herkamen. Vielleicht kann Mr. Krabs dabei helfen. Letztens hat er eine ganze Wagenladung an Nägeln bekommen. Er kennt sich bestimmt damit aus. Lerne springen. Super, Digga. Als ob ich noch nie gespielt habe. Aber ich muss sagen, grafisch ist schon sehr, sehr cool. Also ich weiß, dass ich müsste mal nachträglich herausfinden, wie das Spiel, was ich damals auf der PS2 gespielt habe, heißt. Aber das kommt schon sehr, sehr nah an das von damals. Qualle. Ich will mal kurz versuchen, hier hochzukommen. Das sieht irgendwie interessant aus. Sieht doch da mal eine gute View. Habt ihr je das Gefühl, dass ihr von einer höheren Macht kontrolliert werdet? Oder von einem Kind? Lol. Kann ich sie schlagen? Kann ich... Ich kenne die Steuerung nicht. Das ist halt, ich glaube, das lernen wir noch im Spielverlauf. Aber es war auf jeden Fall richtig. Irgendwann Fallschaden? Dich? Nein. Kann man nicht. Gary. Guten Morgen, Gorilla. Wie schön, dass du ein Fleckchen etwas für die Umwelt tut. Abfallschwund durch Müll im Mund. Okay, in das Haus kommen wir nicht rein. Das könnte man auf der PS2 machen. Oh, da oben ist die Busfahrschule. Hey, schau mir in die Augen, Kleiner. Interessant. Ich glaube, hier ist Map Ende. Ja, sieht stark noch aus.
Mal gucken, wie die das gelöst haben. Wahrscheinlich auch durch eine unsichtbare Wand. Aber wie weit man hier überhaupt kommt. Ja, hier ist Ende. Der Alter, einfach Nostalgie pur, wirklich. Komm ich in die Bootsfahrt? Morgen, oh, SpongeBob, welche Überraschung! Leider kann ich dieses Wochenende keinen Unterricht geben. Die Bootsfahrschule ist ausgebucht. Du musst irgendwann später wiederkommen, in diesem Jahr oder lieber im Jahr darauf. Das Geschäft boomt. Hey. Muss es schaffen, die Verbrecherin. Vielleicht gebe ich hier nicht auf. Ah, schade, muss ich doch. Boah, das ist schon fett, wenn man das fahren kann. Er kommt näher! Bitte steigt nicht ins Boot! Bitte steigt nicht ins Boot! Bitte steigt nicht ins Boot! Tritt auf die Bremse! Schade. Aber lustig gemacht auf jeden Fall. Lustig auf jeden Fall gemacht, die Dialoge. Muss man schon lassen. Weil, boah, Thaddäus, der Grießkram, komm. Nein, nein, nein! Nicht du! Nicht heute! Heute ist ein Tag der Entspannung und Inspiration. An meinem freien Tag will ich nicht gestört werden. Den verbringe ich mit der Liebe meines Lebens, mir selbst und Kunst, meiner Kunst. Natürlich. Klingt lustig. Kann ich helfen? Oha, Easter Egg. Porträt aus einer Spurge von SpongeBob. Ja, du kannst etwas wirklich sehr, sehr Wichtiges für mich tun. Zisch ab. Weiter geht's. Hier, kommen wir noch zu Patrick. Komm wieder, wenn mein Wecker... Ja, okay, kann man nicht. Und Dialoge, die sich sonst wiederholen. Nehmen wir mal zu Sandy Cheeks. Boah, 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 Perla, meine Perle. Hi, Perla. Wie geht's dir an diesem wunderschönen Tag? Oh, SpongeBob, weißt du's noch nicht? Es ist zum Heulen. Heute gibt's einen Ausverkauf im Einkaufszentrum, aber wegen dieses blöden Staus fahren keine Busse dorthin. Stau in SpongeBob, der, wer kennt's nicht? Das. Danke, ach, scheiße, aber das würde meinem Ruf schaden. Oh, Mann. Hab mal Spaß ohne mich, SpongeBob. Welcher wieso Ruf? Ausgerechnet ich? Warum ist mein Leben warum? Rudi, SpongeBob? Du bist ja früher wach als ein schlafloser Gockel. Lust auf ein, bisschen Karate? Aber hallo. Allerdings könnte ich etwas Polsterung vertragen, Sandy. Patrick und ich werden den allerschönsten Tag in der Handschuhwelt verbringen. Kommst du mit? Flashback an die Handschuhwelt. Aber dieses Eichhörnchen bleibt handschuhfrei. Ich bevorzuge den Nervenkitzel von Muskeltraining und Gummienten. Gummienten. Aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du mir dabei helfen, alten Schrott aus meinem Garten zu beseitigen. Gar keine Frage, Sandy. Bereit zum Stemmen, ihr Memmen. ja. Okay, hier. Oh, von den Dingern habe ich auch Flashback. Okay. Diese Tikis sind größer geworden. Und was haben die Kinder zu sagen? Geil, Digga, ich kann einfach Charaktere hauen. Ja, voll lustig. Okay, immer zurücksetzen. Hier gibt's nichts zu sehen. Autsch! Gesuchter Schwamm. Lol, einfach zu viel gefangen. Kann ich auch einfach Perler, Digga. Voll Perler in die Fresse. Tut mir leid, mein Re. Oh, verstehe. Danke trotzdem, Wachtmeister. Viel. Mann. Ich hau jetzt noch Sandy um. Bam, in die Fresse, Junge. Großartig, SpongeBob. Mein Garten ist so schön wie ein Frosch mit Fell. Danke für deine Hilfe und viel Spaß mit Patrick. Ja,
Der kann doch sicher was. Ja, das war mir schon klar, Alter. Was sagst du mir? Ich frage mich, wer daran schuld ist. Vermutlich Gerda. Ruhe! Ich versuche mit geöffneten Augen zu schlafen! Er versucht mit geöffneten Augen zu schlafen. Interessant. Ich kann auch sicher Quallen fischen, wenn ich sie schlage und sie mich attackieren. Okay, einmal zurücksetzen. Hier gibt's nichts. Ach, geliebtes Bikini Bottom. Der Perfektionist. Die Gulag. Universum und Heimat meiner Freunde. Oh, ich dachte, die Quallen, Alter. Ha, na, Aha. Aha. Guten Morgen, bester Freund. Bist du bereit, Held der Handschuhwelt? Aber hallo! Ich hab durchgemacht und so getan, als hätte ich Hände. Zwei Stunden später. Zwei Stunden später. Perfekt. Oh, geil, Digga. Die erste Trophäe freigeschaltet. Wie lange Leute waren, hab ich lieb's doch. Die sehen ja voll begeistert aus. Patrick, coole Kids. Hi. Meh. Ich wünschte, ich könnte cool sein. SpongeBob ist doch cool. Ist der Wagen hier gerade etwa einfach aus dem Nichts gekommen? Ist doch egal. Nee. Der gute Angelhaken. Noch nicht cool genug. Ein Buttplug. Boah. Kann ich das haben? Was, die alte Flasche? Voll mystischer Magie. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Madame Cassandra, Lieferantin lang verlorener Schätze der sieben Meere. Zum Schnäppchenpreis. Magische Blubberseife. Verwirkliche deine Träume. Mit diesem einzigartigen Blubberblasen-Dingsi kannst du haben, was immer du willst. Und werden, wer immer du sein willst. Blubbere deine Wünsche einfach in den Himmel. Hat für mich leider nie geklappt. Drei Stunden später. 2 Jahre später. 5 Jahre später. Ich wünsche, nein. Ich wünsche... Balance! Okay, mein erster Wunsch ist für meinen allerbesten Freund, der Balance liebt. Ich wünsche mir für Patrick das allergrößte Ballonabenteuer seines Lebens. Balance! Ist ein Tag voller Ruhe und Frieden denn wirklich zu viel verlangt? Wie soll ich denn je mein neuestes Meisterwerk vollenden, wenn ihr Clowns mir ständig die Ohren voll kichert? Ich wünsche mir, dass Thaddäus Kunst endlich die nötige Anerkennung bekommt. Was macht ihr beiden denn? Warte kurz. Ich wünschte, die ganze Welt würde erkennen, wie toll Sandy ist. Danke, SpongeBob. Coole Blase. 3 Stunden später. Der Bruch ist Hey SpongeBob, was heißt das, wenn da steht, nur die reinen Herzens sind, sind der Macht der Meerjungfrau Tränen würdig? Dass es mir bestimmt war, dieses Seifenblasenwasser zu finden? Moment, da steht auch Eigentum von König Neptun. Nicht für Sterbliche geeignet. Sparsam und mit Vorsicht nutzen. Okay, interessant. Interessant, ja. Boah, alles ist unter Wasser. Ist ja nasty. Oh nein, Patrick, was haben wir getan? Wer hätte gedacht, dass der Zaubertrank einer mysteriösen Wahrsagerin in einer zwielichtigen Kutsche nach hinten losgeht?
Ja, das war absolut unvorhersehbar. Moment mal, Patrick, du bist ein Ballon. Schön wär's. Wäre ich ein Ballon, könnte ich coole Sachen machen wie das hier. Oder das. Oder das. Siehst du, SpongeBob? Ich bin ein Ballon. Deswegen fühle ich mich in letzter Zeit so aufgebläht. Wir müssen unsere Freunde suchen und schauen, ob es ihnen gut geht. Interessant, interessant, interessant. Kann ich im Wasser schwimmen? Ich wusste, also, ich kann auf dich zählen, Patrick. Lol. Nee. Wasser ist gefährlich. Süß und klebrig. Gut, dass Thaddäus so gelassen ist. Andernfalls würde er sich darüber bestimmt aufregen. Mein Stein! Mein schöner, großer Stein! Alles, was übrig ist, sind meine... Oh nein! Meine riesigen Klebezettel sind auch weg! Wer erinnert mich denn jetzt daran, mehr riesige Klebezettel zu kaufen? Keine Sorge, Patrick. Die Klebezettel liegen bestimmt irgendwo hier rum. Oder hier... Oder da drüben. Na, eine Landschaft auskundschaften hier. Warte mal. Ich bin ja experimentierfreudig. Du bist wirklich also, mein bester Freund. Ja, okay. Nee, ich dachte schon, Alter, jetzt steht aus dem Wasser raus. X im Kreis. Interessant, interessant. Noob. Ein Noob, Digga. Ein wahrhaftiger Noob. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Okay, auch interessant. Zum Glück habe ich in Fortnite schon ein paar Death Runs gespielt, daher. Shortcuts ist das Beste, was ich kenne, Alter. Oh, Digga, auf einmal ist da was gespawnt. Ja, okay, cool. Neptun hat alles kaputt gemacht, Alter. Ey, das ist geil, dass man sogar, dass hier sogar Animationen kommen, wenn man da drauf springt. Dann hinterlässt das einfach so Katze, also so Spuren. Sehr interessant, sehr interessant. Also wenn jetzt noch mehr Jungfrau und Blaubarschbube auftauchen, dann ist krass. Sandys Experimente hinterlassen immer den Geruch von Eicheln in der Luft. Alles, was ich hier riechen kann, ist Schwammatem und Seifenblasen. Oh ja, das ist das gute Zeug. Genau. Und das allergeilste Zeug. Seltsam. Sandys Haus wird nasser als sonst. Ich glaube, wir sollten trotzdem die obere Hälfte finden. Mal hier kurz rumgucken. Boah, ich verklopp den jetzt, Alter. Ich verklopp den, der da sitzt. Endlich kann ich von meinem Schwert weg. Autsch! Warte mal. Okay. Was ist das denn? Pizza, Krosse Krabbe Pizza, ist die Pizza. Gerne gleiten. X drücken und lange. Ah, okay. Ich check schon. Die Krosse Krabbe Pizza ist die Pizza. Super knusperig. Okay.
dich nie im Stich lassen, SpongeBob! Das war ein Schuss in den Ofen. Ich frag mich warum. Ach, Digga! Der hätte es mich auch gleich ganz rüberbringen können. War geschafft, zum Glück. Nein, nicht die krosse Krabbe! Was sollen die Bürger von Bikini Bottom denn jetzt essen? Wer hilft ihnen, ihre Brieftaschen zu leeren, wenn Mr. Krabs nicht da ist? Ich muss das in Ordnung bringen. Genau, wir müssen das in Ordnung bringen. Nimm deine schwabbelige Hand von mir. Ich bin zu klug, um so zu enden. Er ist so klug. Interessant. Ja, 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 okay. Tiki-Taka. Sieh nur! Ah, kurz hängen geblieben. Ein Kaktus unter Wasser ist schon seltsam, oder? Aber was soll's? Nicht mein Problem. Ein Kaktus unter Wasser. Autsch! Boah, rein in die Futterluke. Oh, da ist ein Boxershirt von SpongeBob. Auf zu heulen! Auf zu heulen! Auf zu heulen! Auf zu heulen! Die ist genau richtig für meine Bettchen. Shit, Digga, mein Headset ist fast leer. Mano. Okay, interessant. Ausweichen. Ihr idiotischen Vielzeller! Einfach draufhalten. Herrscht im Bikini Bottom das reinste Chaos. Mein Restaurant ist umgekippt und das arme kleine Flöckchen ist weg. Hättet ihr mich doch mitmachen lassen. Das ist doch, naja, genau mein Ding. Kannst du auf jeden Fall eine andere Stimme? An Karen kann ich mich nicht erinnern. Sorry, Plankton. Wir kriegen das wieder hin. Ihr müsst das in Ordnung bringen, ehe noch jemand außer mir das Chaos für sich ausnutzt. Korrekt. Warum wiederholst du dich? Inkorrekt. Juhu, hier drüben, meine kleinen Töpfe. Mrs. Puff. Wir machen erstmal Tiki-Taka mit Tikis. Lass meinen Freund! Aua! Also macht er Schaden? Ja, ja, okay, okay. Das haben wir auch herausgefunden. Perfekt. Snacken! Ein kleiner Klaps reicht schon. Echt? Ein kleiner Klaps? Oha, da sind noch mehr Tiki-Takas und eine Qualle, die ich fangen muss. Ich würde dich nie im Stich lassen, SpongeBob! Ah, okay, auch interessant, dass man hier nicht rüber kann. Boah, ich würde schon gern versuchen wollen, wieder rüber zu kommen. Ja, Mann, Profi. Ich glaube, das war gewollt von den Entwicklern, dass man hier so hochkommt. Wild. Sehr außergewöhnlich. Sehr außergewöhnlich. Aber wir haben auch eine gute View, muss man sagen. Jetzt werden wir hier mal runtergeleiten. Irgendwas Interessantes? Irgendwas Interessantes? Nein. Große Krabbe Pizza ist die Pizza. Meine entzückenden Lieblinge, ihr habt dieses Unheil überstanden.
Oh, Madame Cassandra, wir hatten bloß Spaß und haben aus Versehen zu viel magische Seifenblasen geblasen und Bikini Bottom zerstört. Und jetzt sind all unsere Freunde weg und überall ist Gelee und ich vermisse mein Garylein. Oh, das ist wirklich vorzüglich. Das ist nicht irgendein Gelee, SpongeBob. Das ist kosmisches Gelee, der Kleber der Realität. Euer Blasenspektakel hat anscheinend Löcher im Universum erzeugt, die das Gelee herausquetschen und eure Freunde in neue, seltsame Welten gezogen haben. Das war auch mein erster Gedanke. Bringt mir so viel davon, wie ihr finden könnt, damit ich es untersuchen und euch helfen kann, euer Chaos ungeschehen zu machen. Schließlich trage auch ich Schuld, da ich euch versehentlich einen solch mächtigen Zaubertrank gegeben habe. Klingt plausibel. Jep, das ergibt Sinn. Yes, ergibt Sinn. Ausgezeichnet. Dann ab in die Portale, die sich in der ganzen Stadt geöffnet haben. Mit dem Gelee kann ich kosmische Kostüme für dich schneidern, die jeweils mit einem Portal verbunden sind. Je mehr Gelee, desto mehr Portale können wir durchschreiten. Seid ihr bereit? Ich bin bereit, ich bin in Form. Ich bin bereit. Los, retten wir Bikini Bottom vor den unbeabsichtigten, aber verheerenden Auswirkungen unserer Handlungen. Fresh, fresh. Finde das Portal, das zu deinem Kostüm passt. Sobald du deine Freunde gefunden hast, kehre mit diesem magischen Blasenstab nach Hause zurück. Im Laden kannst du noch kurz kommen, also passiert das Problem. Interessant, interessant. Ich gleite 1000 Meter durchs Spiel. Dieser Level, okay. Oh, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Spiel speichern. Der hier. Genau. Neuer Spielstand. Dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz. Eigentlich wollte ich in den Shop gucken. Jungs, aber ihr fühlt euch deshalb bestimmt furchtbar, oder? Hier ist der Kostümladen. Achso, wir sind. Das sind Auszeichnungen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt hier mal Schluss machen. Und Viehzüchter auf dem Land. Ich sehe mal, da geht's. Und dann würde ich jetzt Schluss machen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, dass auch die Audioqualität soweit stimmt. Weil ich unsicher bin, wie laut das tatsächlich ist oder wie leise das tatsächlich ist. Aber ja. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal.